Ich gehe mal von Alpha aus, oder? Korrekt. Das war übrigens eben dieselbe Map, wo ich die U-Taste oder so was ist, schmerzlich vermisst habe für mein Hydro. Und dann die Kageru-Taubs in Alpha gefunden habe. Das war halt ziemlich bitter. Vor allen Dingen war jemand von Wargaming im Spiel, Tukandera, Tuki. Weißt du, ob du den kennst? In den alten Aerun-Videos oder auch Streams war er öfter mal dabei. Arbeitet bei Wargaming EU, einer der letzten Verbliebenen. Hat in seiner Dunkirk gesessen und hinter mir gelacht. Vermute ich. Also ich bin das Game dann sehr schnell gelieft, aber. Mit voller Schamesröte vom Schlachtfeld gezogen. Mhm. Genau so. Alter, was macht denn der Mensch hier? Reckless Driving nennt man sowas, ey. Mach dich mal weg. Gestern kam übrigens unser Missouri-Neptune-Spiel. Ah. Die Krakenjagd. Ich hatte echt 3 Chancen hatte auf Kraken, als ich die letzte genutzt habe. Ja, von dem Spiel habe ich auch Rage gestern erzählt. Weil das war wirklich eines der besten Games, die ich seit Wochen mal hatte. Ja, da haben wir vor allen Dingen einfach mal unsere Synergie ausgenutzt, ne? Was wir sonst nicht so oft machen, wenn wir Division fahren. Ich meine, was im Endeffekt egal ist, weil wir individuell einfach so stark spielen, dass der Gegner trotzdem keinen Stich sieht in den meisten Fällen. Aber es wäre einfach noch einfacher, wenn wir das öfter machen würden. Mhm. Overpen. Da ist anscheinend wohl nicht viel, weil nichts auf mich zielt. Nee, es zielt nichts und es blockt doch niemand den Cap im Moment. Die am Gneisenau mit A-Hülle, meinte ich. Flüchtet gerade einfach ziemlich heftig. Was dafür spricht, dass hier nichts ist. Ja, außer die Gneisenhull. Die Gneisena. Gneisenhull. Ab sofort. Fuck your superstructure in particular. Was hast du vor? Hm? Ich bremse jetzt gerade, das heißt, du solltest Gas geben? Okay, fuck it. Schieb mich einfach weg. Wenn du auch bremst, dann funktioniert das nicht. Ah, guck mal. Ich versuche jetzt gerade Gas zu geben, aber es ist schwierig. Ja, wir haben uns so lieb. Bis jetzt mein Beiboot. Ich hätte gestern. Ah, da muss ich noch ein Shorty draus machen. So ein geiles Hindenburg-Game, was wir leider verloren haben am Ende. Aber. Double Strike After Death. So, oh, okay. Ziemlich nice. Eine Sau und eine andere Hindenburg. Sorry, ich musste gerade wieder zu dir hindrehen. Weil Alter! Die Gleisen haben gerade in meine Richtung geschossen. Ich musste den Schüssen ausweichen. Hier ist von Stalking. Achso, die Ferrogut ist übrigens down. Ich überlege gerade, ob wir drehen sollen. Das wird hier nicht gehen. Wenn, dann fahren wir durch den Channel hoch. Okay. Hits, du Bastard. Ich möchte mal anmerken, dass die 65 Schaden, die ich bisher genommen habe, alle von dir stammen. Ja, in der Tat. Unglaublich, ey. Ich bin spotted. Ich nicht. Fiji. Der dumm genug war, hier zu bleiben. Ich habe uns mal wieder den Ingame-Sound angemacht, tatsächlich, also die Musik. Ich
lange nicht. Ist tatsächlich gar nicht so mies. Der wird ziemlich sicher hier hintauchen. Ja, ich weiß. Deswegen werde auch ich hier durchfahren. Und den nächsten Spieler, den ich ramme. Was ist denn los gerade? Da kommen die Tops. Einer zumindest. Nein, ich gleite aus dem Smoke. Könnte wehtun. Kann nur einer von denen ins Down gehen, ne? Danke. Ja, nachdem ich geschossen habe. Die Gneisenor lebt halt immer noch da unten. Die Dunkek kommt hierher. Mhm. Meine Secondaries ins Werk gebracht. Hat ein Feuer von mir. Du darfst uns nicht torpen, ich nehme mich innen von dir. Ah, ich habe mich vor zu torpen. Nur so als Ansage. Soll ich dir jetzt Mob ziehen? Ja, bitte. Ich ziehe vorher dir. Alles cool, der schießt erst mal auf den anderen. Alles gut, ich bin drin. Ja, aber ich bin dafür raus. Nice one. Weiteres Feuer auf den. Der hat sowieso jetzt ein Problem. Flooding nennt sich das Problem. Könntest du mich eventuell wieder in meinen Smoke reinlassen? I'm sorry. Weil nämlich die Gneisenau an mir einen Gefallen gefunden hat. Und glaube ich, an jedem Teamschaden, der bisher in diesem Match passiert ist, war ich beteiligt. Das denke ich auch, ja. Wir haben übrigens noch 32 Sekunden Smoke. Das ist nicht gerade viel. Also bis der erste Puff verschwindet. Ich gehe mal davon aus, dass wir noch so... Ja, ich muss jetzt pushen, weil sonst... ich stehe hier breitseitig zu einer Bismarck und einer Barmer. Das ist beides nicht so gesund. Bismarck hat ein Feuer von mir. Ah, die Shira kann ich nicht smoken. Wie viel Feuer ich schon habe in diesem Spiel. Das ist der Wahnsinn. Ich habe jetzt 5. Alter, was machen die? Wieso fährt die Shira denn nicht einen größeren? Weil der dumm ist. Alter! Ja. Weil ich mich aber nicht mehr in den Smoke stellen konnte, bin ich jetzt drauf gegangen. Wie jetzt alle in einem Smoke hocken mit den Gneisen, da kommt niemand, sieht irgendwas. Der kann hier reintorpen, wir sind alle tot. Meine Secondaries feuern nicht, weil sie Angst haben, die Shira zu treffen.
Nix Feuer. Ich hab 9 Feuer gelegt mittlerweile. Oh, hallo, ich weiß noch. Oh, die ist ja ganz schön herangekommen inzwischen. Ja! Ich meinte das ja gerade. Das ist genau das Problem, was jetzt passieren wird. Möglicherweise hat er schon getorbt. Und frisst alle Tops von unserer Gneisen auf. Target mal die Gneise, die hat nur noch 80. Genau. Holy shit, ey. Immerhin dank der tollen Tarnung 1700 FreeXP. Es läppert sich. Du hast doch gut was gerissen hier. Die Feuer waren halt nice. Ich habe 36.000 Feuerschaden in der Tirpitz. Ich habe 5.000. 20.000 Secondary. Die neue Tirpitz ist schon extrem witzig, wenn man vor allem wenn man Smoke bekommt und der Gegner gezwungen ist ranzufahren. Dann ist das schon extrem witzig. Wie halt niemand von den Cruisern, die mit uns mitgefahren sind, die Gneisenau da zu Ende abgefackelt hat. Mhm. Das ist der Wahnsinn. Der hat von ich mir, hab auch da nicht mehr drauf geschossen. Der hat von mir allein schon 17.000 bekommen am Anfang, dann habe ich nicht mehr auf den geschossen, bis der wieder bei uns war, mehr oder weniger. War schon witzig. Mal schauen, wie viel ich gemacht habe.